Weiter geht's mit Mass Effect Andromeda. Gruß zum Start mal an It is Noah, der gerade frisch im Twitch-Chat abonniert hat. Vielen Dank dafür. Und wir werden jetzt weiter mal hier den Planeten erkunden. Wir haben jetzt hier diese Turianer getroffen, die allerdings auch nicht wissen, was mit der Arche auf sich hat. Die sind separat abgestürzt. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Warum sind die Trümmer so wichtig? Kann ich jetzt nicht fragen? Ich kann nur sagen, wir holen das oder ist es Zeitverschwendung? Ich kann nicht mal fragen, warum das so wichtig wäre. Ich finde es allerdings spontan nicht so wichtig. Glauben Sie wirklich, dass irgendwelches Altmetall jetzt so wichtig ist? Dieses Altmetall kann Datenmodule oder Treibstoffzellen enthalten. Dinge, die nicht in die Hände feindseliger Aliens gelangen sollten. Ich verstehe, was Sie meinen. Falls Sie irgendetwas von der Arche Nathanos finden, markieren Sie es zur Bergung. Oh, und danke. Okay. Ein paar Sachen mal scannen, ja, was Wichtiges. Karte wollen wir. Erinnerungsauslöser müssen wir noch machen, das ist wichtig. Schon da oben drauf klettern. Ich dachte schon, jetzt hänge ich hier fest. Das ist ein bisschen ungünstig. Nickel findet man auf dem Planeten ziemlich viel. Ups, ein Behälter. Noch die ein paar Sachen klauen. Brauchen sie bestimmt alles nicht. Oh, und Sandstorm 2. Ist das ein. Habe ich Sandstorm 1 noch als Gewehr gerade? Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Denke da an die anderen Archen. Ja, sind da nicht zufrieden, wie sie gelandet sind. Und hoffen, dass sie nicht von Menschen gefunden werden. Ja, den Wunsch konnten wir jetzt nicht erfüllen. Cyclone 2, noch ein Sturmgewehr. Nett, nett, nett. Hä? Was sind das für Punkte? Trümmerteile, die man überall finden soll. Wie viel von diesen Trümmerteilen soll man denn dann finden? Gucke ich jetzt mal kurz an. Ich kann mir kurz schnell reisen. Hier sind ja direkt drumherum. Nemesis fragt gerade, ob sie erklärt haben, warum das mit den Erinnerungen nur auf der Nexus funktioniert. So richtig nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Manche Sachen so funktionieren auf Range und manche nur da. Exfiltration zur Tempest. Sandstorm 2. Jetzt habe ich noch ein anderes Sturmgewehr, das Cyclone. Ich mag eigentlich Sturmgewehre, die schnell schießen, lieber. Aber das von DPS halt wesentlich besser. Es hat dreimal so schnell, aber es macht ungefähr, macht halt auch viel mehr Schaden. Das lohnt sich nicht. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken, wie das mit diesem Scannen von irgendwelchen Trümmerteilen ist.
Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Das ist auch eine ziemliche Scheißquest. Ich will doch jetzt nicht. Muss man alle von denen markieren oder nur eine bestimmte Menge und dann hat man schon was? Das wäre irgendwie eine ziemliche doofe Quest, wenn man jetzt hier komplett rumrennt. Diese Wissenschaftler können doch unmöglich recht haben. Dieser Ort wirkt so perfekt. Man kann unter der Arche Nathanus nicht zur Bergung markieren. Die Wunde ist trotzdem da. Also die Quest mag ich jetzt mal gar nicht. Das könnt ihr schön vergessen, dass ich hier überall rum. Obwohl, jetzt habe ich schon ein paar. Wenn das alle sind, jetzt mache ich die einfach. Jetzt habe ich schon angefangen. Die schönen Sammelquests. Da wurde es doch eben angezeigt. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Dann zeigt mir dann Sachen auch an. Was ist noch in der Nähe? Mache ich die tolle Sammelquest eben. Bin eigentlich kein Fan von solchen Quests. Irgendwie habe ich die jetzt schon angefangen. Und so viele Punkte sind es dann nicht. Die sind auch da in der Nähe, wo ich eh hin muss. Von daher erledigen wir es eben nebenbei. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Einzelne Eindringlinge! Ja, nicht zu unvorsichtig sein. In dieser Dschungelwelt sieht man die auch teilweise gar nicht mal so gut. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Einer ist noch direkt geradeaus. Noch ein paar Gegner direkt geradeaus. Danke. Kleinen Viecher hier. Da habe ich vorhin mal drauf geschossen, weil er so komisch da stand. Ein bisschen kaputt geglitscht. Der gute Mann. So, wo sind hier noch ein paar? Nee. Hä? Wo ist denn der nächste? Okay, an der linken Seite vorbei. Da, 100 Meter.
Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Was kann ja nicht alles sein, dass das wirklich jetzt die Arche wirklich kaputt ist und dann nur noch die Leute da. Naja. Was haben wir hier? Steine klopfen, ja. Gehen wir mal da hinten hin. Dann haben wir gleich noch einen Außenposten. Wie viel Nickel man hier einsammelt? Braucht man so viel davon? Den Weg hier außen rum, ja. Ausschalten, wenn die irgendwo sieht. Abgrund der Schöpfer. Wir haben diesen Bereich gescannt. Diese Strukturen erstrecken sich bis tief unter die Erde. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Da möchte ich nicht runterfallen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Kann ich jetzt hier runterspringen, ohne kaputt zu gehen? Und tschüss. Alles aufsammeln, scannen. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Vielleicht ist es ja auch wichtig mit der Nathanus. Wo geht es in die Richtung? Und da weiter. Oh, scan. Ah, die habe ich schon. Na toll. Ausgerechnet den habe ich schon. Wo ist eine andere große? Da scheint nichts mehr zu sein, dann ist noch der eine Eingang. Ich erkunde das noch einmal zu Ende. Ich glaube, das war's.
hinten hin schnell reisen. Wird er eben gerufen. Dann gibt es irgendwas zu scannen. Ihm wird so aufgepiept. Ich will was scannen. Schon. Kann sich euch mal nicht immer wieder drum kümmern. Ist dann nicht wirklich gefährlich. Brauchen ganz schön lange für die kleinen Spinne. Alles muss man hier alleine machen, sage ich euch. Ups. Wow, 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 wow. Scan. Danke. Für den Wasserfall. Okay. Ich spiele auf dem PC, weil gerade gefragt wird im Twitch-Chat. Spiel Mass Effect auf dem PC. Ja, mit dem Controller, das schon. Oh, muss ich jetzt aufpassen. Der Laser von dem zieht immer ganz gut was weg. Okay. Und Schuss. Munition niedrig. Ich muss aber eine Kiste finden. Nein. Nicht zuhauen. Nein. Sammeln. Das alte Problem. Außerdem zugehauen. Trümmer der Arche Natanum. Zur Bergung markiert. So, müssen wir wieder eine Kiste finden. Jetzt habe ich ein Problem. Ein Adi. Ein Adi hatte ich bis jetzt noch nicht gescannt. Sonst sind doch nicht so häufig Kisten. Und jetzt plötzlich nicht, oder was?
Gute Arbeit. Er gibt mir eine Munitionskiste. Wie wär's denn damit? Da wäre ich doch mal sehr glücklich mit. Da oben sind auch Gegner. Okay, ist eh da oben. Die Trümmer. Da hinten ist noch die Zugang zur Zuflucht. Wie kommt man eh da überhaupt gut rüber? Bisschen schwierig aus. Muss irgendwie oben lang. Und sich da langsam hocharbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass hier ziemlich viele Gegner abhängen. Ja. Sind schon gescannt. Ja. Au, au! Mich hier mit Säure anspucken. Schalte ich wieder aus. Das Munition sparen. Da hinten ist eine Munitionskiste. Da. Das sind zumindest Lebenspunkte. Nahkampfangriff. Mit der Pistole habe ich immer noch Munition. Achso, das Falsche gedrückt. Warum will er mich nicht Waffe wechseln? Ich habe nur das Falsche gedrückt. Muss ich das eigentlich aktivieren? So. Das habe ich noch nie gemacht. Ich dachte, das wird passiv gemacht mit. Dass ich hier mal solche Brandmunition mit aktiviere. Schildkondensator. Das habe ich nie gemacht. Okay. Jetzt habe ich es aktiviert, oder? Ja. Die Schildkondensator auch. Gut, dass ich das mal zum ersten Mal benutze jetzt. Noch ein Rückrohr. Die Werte zeigen, dass alle turianischen Wrackteile auf Habal gefunden wurden. Gut. Sag unseren Bergungsteams, sie sollen sich an die Arbeit machen und sie abholen. So, dann jetzt hier Gravitationsschacht. Zugang zur Zuflucht. Da ist noch ein... Das ist interessant. Da geht es zum Reliktschlund. Ich würde ganz gerne eigentlich zum Aufklärungsposten und dann runter zum Dingens. Erwin hat gerade gesagt, dass er mich durch das DayZ Let's Play kennt. Das ist eine Weile her. Das habe ich aber letztens, witzigerweise, letztens selber nochmal geschaut. Das DayZ Let's Play. Ein Teil davon, von unserer, wo wir es zusammengespielt haben. Das war schon sehr, sehr cool. Ist das hier ein Aufzug oder was heißt mit dem Gravitationsschacht? Wie komme ich jetzt da überhaupt irgendwo hoch? Alles ein bisschen unzugänglich, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt hier unten in dieser Schlucht. Und versuche jetzt rauszufinden, wo vielleicht ein guter Weg nach oben ist. Ist
nicht mehr so zugänglich aus, ehrlich gesagt. Wenn man der Karte richtig glauben kann, sehe ich so spontan gar keinen Weg da hoch. Muss der irgendwie da oben hinkommen und dann da außen rumlaufen. Ha! Wie komme ich da am besten hin? Keine Idee. Ich reiß mal kurz hier hin, vielleicht sehen wir da von da aus was. Man muss irgendwie über die Schlucht kommen, ja. Ja, aber es sieht ja nicht so aus, dass man einfach das rüberlatschen. Das ist ja so total riesig. Nee. Selbst hier ist man ja schon jetzt irgendwie ein bisschen weit unten. Komme ich darüber? Das ist eine gute Frage. Wisst ihr oder habt ihr eine Idee? Deadly Döner meint, dass man vielleicht hier beim Reliktschlund irgendwie unterirdisch weiterkommt. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Dass man da irgendwie lang geht. Ja, die Idee könnte gar nicht so verkehrt sein. Jetzt mal einen Wegpunkt dahin. So, in der nächsten Folge erkunde ich das mal. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee vom Deadly Döner. Und dann werde ich das da erkunden.